Ich bin Henry St. John, Journalist aus Passion. The Mirror, der Spiegel, so heißt meine Zeitung, vertritt die Interessen der Opposition. Der Spiegel von London, so heißt unsere Zeitung, vertritt die Interessen der Opposition. 1710 ist die Zeit, wie Sie sehen. Der Schauplatz ist London. Ich singe dies alles, damit Sie den Background der Story verstehen. Der Schauplatz ist London. Wir singen dies alles, damit Sie den Background der Story verstehen. Schon seit Jahren ist Krieg, Militärpolitik. Das Volk hofft in Frankreich wie England auf Frieden. Es pfeift auf die Ehre, es pfeift auf den Sieg. Aber wehe und ach, Majestät ist zu schwach. Wenn Marschall von Marlborough Geld haben muss, weil er Krieg spielen will, gibt sie nach ohne Krach. Wenn Marschall von Marlborough Geld haben will, weil er Krieg spielen muss, gibt sie nach ohne Krach. Drum ist Henry St. John, Sir John, Sir John, Journalist aus Passion, Passion, Passion. The Mirror, der Spiegel, so heißt meine Zeitung, vertritt die Interessen der Opposition. Der Spiegel von London, so heißt unsere Zeitung, vertritt die Interessen der Opposition. Ah, Sir Mesham, so lang und so rot. Seit wann sind Sie Feen euch der Garde? Seit 3 Tagen. Ihnen für diesen Aufstieg zu danken kam ich hier. Mir? Sie machen mich neugierig. Irgendjemand, der sich nicht zu erkennen gibt, hat mit kräftiger Hand in mein Leben eingegriffen. Sind Sie das nicht? Leider nein. Dazu wäre meine Hand zu schwach und im Augenblick auch zu leer. Ja, aber wer, wenn nicht Sie? Erzählen Sie. Es redet sich leichter, wenn man das Rätsel kennt. Sie rieten mir doch, mich meine Stellung bei Hofe zu bewerben. Die Schwierigkeit war nur, Ihre Majestät, meine Bittschrift zu überreichen. Am Tage der Parlamentseröffnung stürzte ich mich in das Gedränge, das den Wagen der Königin umgab. Ich hatte fast mein Ziel erreicht, als ein eleganter Herr, den ich angestoßen hatte, sich umdrehte und dem Glauben, er habe es mit einem Halbwüchsigen zu tun, mir einen Nasenstüber gab. Einen Nasenstüber? Nicht möglich. Leider ja. Ich sehe noch sein unverschämtes, ironisches Gesicht. Ich würde ihn unter Tausenden erkennen, wenn ich ihm wieder begegnen sollte. In diesem Augenblick hatte mich die Menge an den Wagen der Königin gespült und ich gab ihr meine Bittschrift. 14 Tage blieb ich ohne Antwort. Endlich erhielt ich einen Termin für eine Audienz. Sie können sich vorstellen, in welch freudiger Erwartung ich in den Palast eilte. 2 Schritte vor dem Eingang fuhr eine schnelle Equipage an mir vorüber und bespritzte mich von oben bis unten mit Straßenschmutz, mich und meinen einzigen Rock, den ich besaß. Um das Unglück voll zu machen, bemerkte ich am Fenster des Wagens dasselbe Individuum, den Mann mit dem Nasenstüber. Er lachte. Wütend sprang ich auf ihn zu, aber die Equipage verschwand. Und das alles spielte sich vor den Augen der Damen ab, die auf dem Balkon des Palastes standen. Von innen und außen beschmutzt, kehrte ich verzweifelt in meinen bescheidenen Gasthof zurück und hatte meine Audienz bei der Königin versäumt. Und Sie wollten sich umbringen? Einen Tag lang. Am folgenden Tag erhielt ich von einer unbekannten Person einen kostbaren seidenen Anzug und einige Tage darauf den Posten, um den ich mich beworben hatte. Nach wenigen Wochen ging mein größter Wunsch in Erfüllung. Ich wurde zum Fähnrich der Garde ernannt. Ach. Sie tun Dienst in der unmittelbaren Umgebung der Königin? Ich bin einer Ihrer Pagen, nicht? Trage Ihr Gesangbuch bei der Abendandacht, lese ihr beim Levé die Modezeitung mit ausgewählten Presseausschnitten vor. Presseausschnitte? Um wie viel Uhr beginnt Ihr Dienst? Jeden Morgen um 10. Es ist 9:30, ich begleite Sie zum Palast. Und Sie haben wirklich keine Ahnung, wer dieser unbekannte Beschützer ist? Nicht die geringste. Dabei versichert er mich seiner beständigen Gunst. Störend dabei ist nur und ärgerlich, dass er mir verbietet zu heiraten. Aha! Wahrscheinlich befürchtet er, dass eine Ehe meiner Karriere hinderlich sein könnte. Aber was anderes fällt Ihnen dabei nicht ein? Nein. Für einen 3 Wochen alten Pagen der Königin sind Sie von einer geradezu biblischen Unschuld. Wie meinen Sie das? Und der unbekannte Beschützer ist eine Beschützerin. Aber nein. Aber ja, irgendeine hohe Dame, die sich diskret für Sie interessiert. Für mich? Das ist doch nicht möglich. Warum nicht? So manche Persönlichkeit bei Hofe begann ihre Karriere so. Ich würde ja nicht sagen, wenn man Ihnen befohlen hätte, zu heiraten. Aber man befiehlt Ihnen, es nicht zu tun. Und das zu befolgen, kann ja nicht so schwer sein. Aber wenn man liebt und wieder geliebt wird... Wer liebt Sie wieder? Ein Mädchen. Hoffentlich. Sie ist in der Bond Street bei Mr. Tomwood, dem bekannten Juwelier, angestellt. Ach du lieber Gott, der Mann hat doch kürzlich bankrott gemacht. Ja, sie ist übermorgen ohne Stellung und ohne Mittel.
Doch nicht etwa die kleine Abigail? Sie kennen sie? Ich kannte sie. Zu Lebzeiten meiner Frau. Ich meine, zu den Zeiten, als ich noch mit meiner Frau lebte. Voilà. Abigail. Arthur. Oh, verzeihen Sie die Reihenfolge. Abigail, was tust du hier? Ich habe eine neue Stellung gefunden. Bei Hof? Ja, ich verdanke sie dem Zufall. Gott sei Dank. Der Zufall ist der einzige Helfer, der keine Gegendienste verlangt. Stellen Sie sich vor, unter den vielen vornehmen Damen, welche unser Juweliergeschäft besuchen, da war eine besonders liebenswürdige Lady, die sich immer nur von mir bedienen ließ. Sie hatte sich in eine Goldmosaikdose von ausgesucht schöner Arbeit verliebt. Sie kaufte sie, aber sie hatte ihre Börse vergessen. Als ich ihr vorschlug, die Dose mit der quittierten Rechnung in ihre Wohnung zu schicken, wurde sie verlegen und wollte ihre Adresse nicht angeben. Wahrscheinlich ihres Mannes wegen, der nichts wissen sollte. Es gibt ja vornehme Damen, die nicht wollen, dass ihre Männer etwas wissen. Ja, die gibt es. Sir Henry. Abigail. Ich schlug der Lady vor, für sie zu bürgen und händigte ihr die Dose aus. Mit einem reizenden, dankbaren Lächeln nahm sie an und sagte, sie werde wiederkommen. Aber wenn nicht wiederkam, war meine Lady. Die reizende Lady war eine Betrügerin. Ja, einen Moment lang glaubte ich das auch. Aber wie sollte ich die 30 Guineas ersetzen, für die ich gebürgt hatte? Ich war bereits drauf und dran, alles zu verkaufen, was ich besaß. Meine schönen Kleider und sogar dieses hier, was mir besonders gut steht, wie alle sagen. Es ist sehr schwer, sich von seinen Kleidern zu trennen. Es sei denn vorübergehend, dann kann es sogar ein Vergnügen sein. Sir Henry. Abigail. Aber ich war dazu entschlossen. Da hielt gestern Abend eine Kutsche vor der Tür unseres Geschäftes und daraus stieg meine Lady. Sie entschuldigte sich umständlich und dankbar und zahlte die 30 Guineas. Als ich dann von meiner Absicht sprach, mich um eine Stellung bei Hofe zu bemühen, da sah sie mich nachdenklich an und meinte, ich führe ein ziemlich bedeutendes Haus, wenn ich auch bisweilen nicht mein eigener Herr darin bin. Wollen Sie nicht zu mir kommen? Überglücklich sagte ich ja, und ich werde Sie nie verlassen und Kummer und Sorgen mit Ihnen teilen. Wir weinten noch eine Weile zusammen. Dann sagte die Lady bewegt, kommen Sie morgen in den Palast und fragen Sie nach der Dame, deren Namen ich Ihnen hier aufschreibe. Das ist ja sonderbar. Darf ich den Namen einmal sehen? Ja. Dachte ich's doch. Sie kennen die Handschrift? Ja, mein Kind. Es ist die Handschrift der Königin. Der Königin? Eine Anstellung bei der Königin und ihre Freundschaft. Jetzt ist dein Glück für immer gesichert. Langsam, Kinder, langsam. Freut euch nicht zu früh. Aber die Königin hat es gesagt und eine Königin ist eine absolute Herrscherin. Also diese Königin ist absolut nicht absolut. Sie ist sanft und gut wie die Tauben, aber auch schwach und unerschlossen wie diese Tiere. Zum Unglück hat sich in ihrer Umgebung eine Frau gefunden, die das genaue Gegenteil der königlichen Sanftmut ist. Lady Churchill, Herzogin von Marlborough, ein größerer Stratege als ihr Mann, der Marschall, geschickter als er tapfer, ehrgeiziger als er geizig, mehr Herrscherin als die Herrscherin, die sie völlig beherrscht. Aber die Königin liebt sie, sagt man. Sie kann sie nicht ausstehen und nennt sie liebste Freundin. Und ihre liebste Freundin macht es ebenso. Und warum befreit sie sich nicht von ihr? Mein liebes Kind, in England regiert nicht die Königin, sondern die Majorität. Und die konservative Partei, deren Führer Marlborough ist, hat nicht nur die Armee hinter sich, sondern auch den größten Teil des Parlaments und damit die Majorität. Marlborough wiederum wird von seiner Frau beherrscht und so ist die Herzogin die eigentliche Monarchin. Als Oberhofmeisterin ihrer Majestät hat sie den entscheidenden Einfluss auf alle Dinge und darum... Wenn es nur von der Herzogin abhängt, kann ich sie beruhigen. Ich bin mit ihr verwandt. Du mit der Herzogin? Ja. Meine Mutter war zwar eine bürgerliche, aber mein Vater ist ein Vetter der Herzogin. Weiß sie das? Ich habe von unseren verwandtschaftlichen Beziehungen niemals Gebrauch gemacht, denn die Herzogin hat meiner Mutter übel mitgespielt. Wir werden es ihr heimzahlen. Verlassen Sie sich darauf. Zwei Dinge sind jetzt vordringlich. Abigails Anstellung bei Hofe und dieser Brief muss noch heute Morgen in die Hände der Königin. Die Modezeitung. Gestatten Sie. Frankreichs Botschaft zwischen Frankreichs Unterröcke. Und da wir einmal dabei sind, der Spiegel von London... Vor das Angesicht Ihrer Majestät. Es ist 10 Uhr. Gehen Sie, Masham, gehen Sie. Die Herzogin. Das ist die Herzogin von Marlborough? Ihre Tante, nichts weiter. Ich kenne sie. Sie hat neulich kostbare Gardesteine bei uns gekauft. Sie lesen den Spiegel, Herzogin? Er war irrtümlich in das Modejournal geraten und wäre um ein Haar Ihrer Majestät zum Frühstück serviert worden. Ebenso wie der Brief des französischen Gesandten. Der an die Königin gerichtet war. Alle Briefe, die an die Königin gerichtet sind, gehen zuerst durch meine Hände. Ach, Sie lesen vor Ihrer Majestät? Statt Ihrer Majestät, Sir Henry. Statt.
Gott schütze Sie. Ja, vor dem Satan. Wer ist das junge Mädchen? Kommen Sie näher. Wie heißen Sie? Abigail. Ach ja, die reizende Verkäuferin des armen Tamwood. Die Königin hat mir von Ihnen erzählt. Ihre Majestät waren so gütig, mir die Entscheidung zu überlassen. Aus. Ich würde mit Vergnügen unparteiisch entscheiden, aber Sie müssten aus erster Familie sein, liebes Kind. Oh, sie ist es. Viele glauben sich aus erster Familie und sind in Wirklichkeit... Das Letzte, sehr richtig. Auch das liebe Kind hat in diesem Punkt seine Zweifel. Sie ist eine Churchill. Was? Eine Nichte von Lady Churchill, Herzogin von Marlborough, die sich unparteiisch fragt, ob ihre Familie gut genug sei, um der Königin zu dienen. Amüsant, nicht? Sie können sich denken, dass eine Geschichte wie diese für einen Journalisten von zwingendem Reiz ist. Was halten Sie zum Beispiel von der Schlagzeile? Meine Tante, die Herzogin, Enthüllungen eines Ladenmädchens. Gut, nicht? Das Publikum liebt illustrierte Geschichten von illustren Personen. Keine Angst, Herzogin. Ihre arme Verwandte bedarf ihrer Freundschaft zu sehr, als dass ich sie ihr verscherzen möchte. Und wenn das liebe Kind noch heute seine Anstellung erhält, wird diese Anekdote, so pikant sie auch sein mag, meiner absoluten Vergesslichkeit anheimfallen. Sie sind dran. Es wird nichts an meiner Entscheidung ändern, ob das Fräulein mit mir verwandt ist oder nicht. Aber... wer sich in Angelegenheiten anderer einmischt, sollte zuvor seine eigenen in Ordnung bringen. Sie haben Schulden, Sir Henry. Beträchtliche Schulden. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Die armen Tiere werden eine neue Strophe einstudieren müssen. Ich habe mir erlaubt, ihre Wechsel aufzukaufen. Für 20% ihres Wertes. Wohl kaum, um mich daran zu bereichern, wie Sie mir so gern vorwerfen. Das Geschäft hat einen anderen Vorteil. Wenn die pikante Story, von der Sie sprechen, in der Morgenausgabe beginnt, wird die Nachtausgabe mitteilen können, dass ihr geistreicher Verfasser Sir Henry St. John im Schulturm sitzt. Sie sind dran. Die droht nicht, die haut gleich. Mut, Abigail, Mut! Nein, nein, ich verzichte auf die Anstellung. Ich will nicht, dass Sie ins Gefängnis kommen. Noch bin ich nicht drin. 10:30, ich muss ins Parlament. Der Marschall von Marlborough verlangt Rüstungskredite. Ich werde seiner Frau beweisen, dass ich sparsam sein kann. Er aber ist verschwenderisch. Er will den Krieg, der die Kasse des Staates leert und die seine füllt. Das muss immer wieder ausgesprochen werden, denn das Volk kommt von selber nicht auf den Gedanken, dass ein ruhmbedeckter General ein Narr und ein Diktator und ein Gauner sein könnte. Es mag ein Zufall sein, Marschall von Marlborough ist ein General und er ist bedeckt. Mit Ruhm. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass auch das andere... Was ist geschehen? Ich bin verloren. Verloren? Im Garten des Palastes. Ich ging heim und dachte wie immer an dich, kam er plötzlich des Wegs. Wer? Der Mann mit dem Nasenschüber. Ich habe ihn sofort erkannt und er mich auch. Er lachte. Mir stieg das Blut in den Kopf. Ich zog meinen Degen, er zog seinen. Das Schicksal nahm seinen Lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Er verteidigte sich verbissen, aber mit seiner Fechtkunst war es nicht sehr weit her, noch weniger mit seiner Tapferkeit. Dann floh er feige hinter eine Hecke. Ich nutzte meine Chance. Jetzt lacht er nicht mehr. Du musst London sofort verlassen, heute noch. Auf Duell steht Todesstrafe. Ich werde dich immer lieben. Mein ganzes Leben. Das wird nicht mehr lange sein, wenn du nicht endlich gehst. Mach mich nicht jetzt schon so mit Wasser. Geh. An jedem illustrierten Blatt drückt sich mein Volk die Nase platt. Die Queen in grün, in weiß und blau, mal Staatsempfang, mal Truppenschau, beim Hofball und beim Reiten, von vorn, von allen Seiten. Doch wie's da drinnen aussieht, im Gemüt, daran denkt keiner, der mein Abbild sieht. Schöne Queen, arme Queen, du hast alles, nur nicht ihn. Es bestimmt die Etikette, jeden Schritt und Tritt genau. Du bist eine Marionette, aber keine Frau.
darfst ja nicht mal davon träumen, wär's auch nur von einem Kuss. Das zu denken im Geheimen, nicht mal das geht ohne Kabinettsbeschluss. Und alle Mädchen Engellands beneiden mich um meinen Glanz. Wie schön ich bin, wie zart mein Kinn, mein Haar wie Gold, mein Mund so hold, mein Angesicht so heiter, so edel und so weiter. Doch wie's da drinnen aussieht, weiß nur ich. Ein jeder Stich, der ist für mich ein Stich. Schöne Queen, arme Queen, du hast alles, nur nicht ihn. Darfst ja nicht ein Herz verschenken, höchstens deine hohe Hand. Darfst ja nicht an Tralala denken, nur an Engelland. Liebe ist das Brot der Armen, wie's schon in der Bibel steht. O Gott, Amor, hab Erbarmen mit der Reichen, mit der armen Majestät. Thompson, schicken Sie sofort zu Mr. Tomwood, dem Juwelier in der Bond Street, und bitten Sie Miss Abigail zu mir. Ich will es, ich befehle es. Ich, die Königin. Sehr wohl, Madam. Neuigkeiten, Majestät? Schlechte. Es geht mir nicht gut, ich bin nervös. Oh, vermutlich hat Majestät etwas Unangenehmes erfahren. Etwas, das ich nicht wissen soll, weil es mich betrüben oder beunruhigen könnte. Nicht, dass ich wüsste, liebste Freundin. Betrifft das Briefchen mich? Nein, Herzogin, bestimmt nicht. Es handelt sich nur um ein junges Mädchen, das mir durch einen Brief empfohlen wurde. Ein junges Mädchen, von dem ich will, von dem ich möchte, dass es bei mir angestellt wird. Wenn es weiter nicht sind. Nur die kleine Abigail, wir sprachen schon davon. So, und wer empfiehlt sie so warm? Das tut nichts zur Sache, liebste Freundin. Kein Wunder, dass unsere Feinde siegen. Wenn unsere erhabene Herrscherin uns höchstpersönlich in den Rücken fällt. Der Brief ist völlig unpolitisch, nur eben der Art. Dass Sie ihn mir nicht zeigen können, ich verstehe. Aus Taktgefühl. Bitte. Aha. Von Sir Henry. Dachte ich's doch. Oder ist es nicht wahr, dass das Ladenmädchen Ihre Nichte ist? Ich leugne es nicht. Eben deshalb habe ich mich ja Ihrer Anstellung widersetzt. Eben deshalb? Ja. Soll man sagen, dass ich korrupt bin? Dass ich meine Familie vorziehe? Wer meine Verantwortung hat, muss doppelt gerecht sein, Madam. Ja, natürlich, das verstehe ich durchaus. Ich hatte mir nur gewünscht... Ich werde mich der Kleinen mit besonderer Liebe annehmen und ihr in der Provinz eine gute Stellung besorgen. Sie ist schließlich eine nahe Verwandte. Das wäre sehr liebenswürdig. Ich bin immer glücklich, wenn ich Ihre privaten Wünsche erfüllen kann. Noch ehe Sie sie ausgesprochen haben, ich habe überdies eine Möglichkeit gefunden, den jungen Fähnrich außertürlich zu befördern. Wen? Den jungen Arthur Masham, den Sie so reizend finden. Ja, so, ja. Der heute Morgen nicht da war. Ja, der. Er wird sich heute Morgen noch melden lassen, um Majestät für seine Ernennung zu danken. So wird er das. Wie lieb von Ihnen. Ich kann nicht schmeicheln wie die anderen. Ich kann nur lieben. Herzogin. Was liegt am Charakter? Gefühl ist alles. Wir wollen nicht mehr von diesem Brief sprechen, der unsere Freundschaft beinahe getrübt hätte, liebste Freundin. Ich verspreche es Ihnen. Und Sie werden Abigail nicht wiedersehen? Bestimmt nicht. Miss Abigail Churchill. Ein merkwürdiger Zufall. Aber Ihre Majestät haben mir doch befohlen. Befohlen? Ich habe gesagt, ich möchte. Ich habe gesagt, Thompson, sieh doch mal nach, ob das junge Mädchen gelegentlich... Majestät wollte Sie sehen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Bitte leider nicht erfüllt werden kann. Meine Bitte? Ihre Majestät selbst waren so gütig. Ja, das stimmt.
aber neue Gesichtspunkte, politische Rücksichten... Meinetwegen? ...zwingen mich leider auf etwas zu verzichten, das mir selber sehr angenehm gewesen wäre. Die Herzogin, ich meine ihre erlauchte Frau Tante, hat es übernommen, sich um sie zu kümmern und ihnen eine gute Stellung in der Provinz zu besorgen. Was ist geschehen, kleine Abigail? Das Glück, das Sie uns in Aussicht gestellt haben. Hat sich pünktlich eingestellt. Sehen Sie mich an. Sehe ich nicht aus wie ein lachender Erbe? Mein Vetter Richard Bolingbroke, Gott sei seiner schwarzen Seele gnädig, ist gestern im Duell getötet worden. Es gibt noch Liebe unter den Menschen. Nein! Doch. Seit dieser Sternstunde bin ich Lord Henry St. John, Viscount of Bolingbroke, Alleinerbe eines beträchtlichen Vermögens, diverser Ländereien und Schafherden in Schottland. Und ausgestattet mit allen Vollmachten, meinen unbekannten Wohltäter der irdischen Gerechtigkeit zu übergeben, wenn ich ihn erwische. Was haben Sie denn? Sie stürzen uns alle ins Verderben. Wieso? Der Mann, den Sie suchen, ist Arthur Masham. Masham? Ja, Ihr Vetter, den ich nicht kannte, hat ihn beleidigt. Der Mann mit dem Nasenstüber. Was werden Sie nun mit Arthur machen? Ich werde ihn verfolgen. Nein, Mann. Bis ich sicher bin, dass er in Sicherheit ist. Arthur! Abigail! Warum um Gottes Willen sind Sie Unglücksmensch zurückgekommen? Ich bin nur noch gar nicht abgereist. Nicht abgereist? Nein. Ich war gerade aus London heraus, als ich bemerkte, dass ich verfolgt wurde. Für einen Augenblick dachte ich an Verteidigung, aber mein Degen hatte mir schon einmal einen Streich gespielt. Zog ich dich an und fragte den Offizier nach seinem Befehl. Mein Befehl sagte, er ist hier und übergab mir ein Schreiben. Ein Schreiben? Es enthielt meine Ernennung zum Captain der Garde. Und dabei strahlte er über das ganze Gesicht. Es wird Sie vielleicht interessieren, dass das Opfer Ihres vorwitzigen Degens mein Vetter Richard war. Nein. Ja, ja. Herzlichen Dank. Ihre Unbesonnenheit hat mich saniert. Im Übrigen bin ich beauftragt, Sie zu verhaften. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Nicht doch. Ich empfehle Ihnen aber, sich zu verstecken. Wenn ich Sie finde, ist es Ihre Schuld, nicht die meine. Aber hier ist ein Brief, der mir genau das Gegenteil von dem befiehlt, was Sie mir raten. Von wem ist der Brief? Von meinem unbekannten Beschützer. Ich fand ihn beim Morgengrauen mit dieser Schatulle in meinem Quartier. Captain Masham, Ihre Majestät erwartet Sie zur Privataudienz. Was bedeutet das alles? Ich habe mein Wort gehalten, Sie sind Captain der Garde. Bald wird der Augenblick kommen, wo Sie wissen werden, wer ich bin. Bis dahin Diskretion und gehorchen Sie meinem Befehl. Welchen Befehl? Nicht zu heiraten. Das ist unmenschlich. Oder menschlich, wenn der Beschützer eine Dame ist. Das ist doch eine Nachschrift, typisch weiblich. Anbei halten Sie ein Zeichen Ihres neuen Ranges. Ich weiß, wer die Dame ist. Ich habe ihr die Gardesterne verkauft. Wem, wem? Alles ist zu Ende, wenn diese Frau Arthur liebt. Oh, gehen Sie, Abigail, gehen Sie. Herzogin, Sie empfahlen mir Ordnung, in meine Privatangelegenheiten zu bringen. Durch Zufall reich geworden, ich beweine den Tod meines geliebten Vetters, Richard Bolingbroke. Mein Beileid. Herzlichen Dank. War meine erste Sorge, Ihrer Bank die ungeheure Summe zu bezahlen, auf welche Sie das Vertrauen gehabt haben, meine Schulden zu schätzen. Milord. Wohltun bringt Zinsen. In Ihrem Fall über 300%. Keinen Dank. Die Summe ist mir meine Freiheit wert. Also, der Kalte Krieg geht weiter. Im Gegenteil. Dieses Gespräch ist eine Abrüstungskonferenz. Sprechen Sie sich etwas von solchen Veranstaltungen? Man soll nichts unversucht lassen. Ich höre. Also, ich glaube nicht, dass Abigail in die Provinz geht. Warum nicht? Sie will nicht. Sie möchten in London bleiben. Ihre? Reich? Wie reizend. Sie haben eine Schwäche für die Kleine. Sie könnte Ihre Tochter sein. Meine Enkelin. Aber wäre das ein Grund? En soir, qui mal y pense. Es wäre zu hübsch. Ein verliebter Politiker ist ungefährlich. Oh, das muss nicht sein. Ich kenne zum Beispiel eine hochpolitische Dame, Sie kennen sie übrigens auch, deren Gefährlichkeit keineswegs durch ihre Verliebtheit gelitten hat. Ach. Sie hat unter anderem an der Einfalt eines blutjungen Fähnrichs vom Lande so viel Gefallen gefunden, dass sie, ich setze nicht wie Sie andere Absichten voraus, seine unbekannte Beschützerin spielt. Interessant. Nicht wahr, Melody? Sie hat ihn sogar zum Captain der Garde ernennen lassen und ihm höchstpersönlich mit einem Handschreiben kostbare Gardesterne übersandt. Bisschen leichtsinnig, was? Kaum zu glauben. Voilà. Sie werden begreifen, dass wir beide, denn nur wir kennen dieses Geheimnis, die Dame in große Verlegenheit bringen können. Ich will gar nicht von dem Skandal bei Hofe sprechen. Aber Ihr Gatte, es wird ihm nicht gefallen, seinen Lorbeerkranz an Hörnern aufzuhängen. Milord. Milady? Also ohne Blumen. Abigail wird bei der Königin angestellt und diese Indizien gehen an Sie zurück. Nach der Einstellung Abigails.
Zug um Zug. Sie sind misstrauisch. Habe ich Unrecht, Herzogin? Der Hass blendet Sie. Ich würde sagen, Sie blenden mich. Also? Heute Abend die Anstellung. Und heute Abend dies hier. Und bis heute Abend? Frieden. Aber ab morgen Krieg. Ich nützte gern nach dieser Kontroverse und dem Prinzip Gelegenheit macht Verse den Augenblick für ein Extempore. Kein Widerspruch. Merci, Mesdames, Messieurs. Solange diese Welt besteht und sich um ihre Achse dreht, solange kennt man den Begriff Bluff. Und wer wie ich bei Hofe ist, der weiß zumal als Journalist, es geht nicht ohne Kniff und Pfiff, Bluff. Ah, ich wär so gerne ehrlich, kämpfte ohne Stilett, doch das wäre zu gefährlich auf dem glatten Parkett. Sogar die hohe Politik verwendet mit Geschick und Glück den alten, oft bewährten Trick, Bluff. Es hat zwar jeder Diplomat sein Wie und sein Warum parat, doch sag, da fragst du ihn privat, Bluff. Ach, man redet zwar vom Frieden, doch man spielt mit dem Krieg. Ja, das ist gestern wie heute die Weltpolitik. Erotisch ganz das gleiche Bild, der eine, der tut stark und wild und ist die Wahrheit zart und mild, Bluff. Die hat ein Fischherz in der Brust und macht auf schiere Fleischeslust. Sie machen alle ganz bewusst, Bluff. Wenn ein jeder ehrlich wäre, im Gefühl wie im Bett, Opern. Nein, das wäre zu gefährlich, auch für Sie im Parkett. Nicht fassen, Ihnen dienen zu dürfen. Es war nicht ganz einfach, das durchzusetzen. Aber du siehst, man kennt mich nicht. Manchmal tue ich so, als ob ich nachgebe. Ich gebe sogar nach, aber nur, um bei der ersten Gelegenheit, die sich bietet, Charakter zu zeigen. Seit du um mich bist, ist mein Leben ganz verändert. Ich langweile mich nicht mehr. Ich fühle mich frei. Ich bin keine Königin mehr. Langweilen sich alle Königinnen? Die meisten. Weil dafür ist sie auch hingerichtet worden. Warum heiraten Sie eigentlich nicht? Du redest wie alle. Soll ich denn einen Mann nehmen, den ich gar nicht will? Sie dürfen nicht selbst wählen. Oh nein, mein Kind. Aber es ist Ihnen doch erlaubt, theoretisch meine ich, im Traum an jemanden zu denken. Das Parlament hat es nicht gern. Sie haben... Sie, die Königin. Vielleicht bin ich mutiger, als du denkst. Wie schön. Ach, ich bin ja so glücklich, dass ich mit dir darüber sprechen kann. Alle anderen reden immer nur von Krieg und Staatsgeschäften. Oh Gott, ich hätte doch beinahe vergessen. Lord Henry ersucht Eure Majestät um eine dringende Privataudienz oder wenigstens um eine Einladung für die heutige Party. Aber er ist doch eingeladen. Nicht für sich, für den Marquis de Torcy. Um Gottes Willen, wenn das die Herzogin hört. Sie müssen ihn empfangen. Er sagt, es ist... Hier, Madame, die letzten Depeschen aus dem Hauptquartier. Ungeachtet der Rede Lord Henrys ist der Rüstungskredit bewilligt und beschlossen worden, auf jede Verhandlung mit Frankreich zu verzichten. Der Herzog von Marlborough ist wieder an die Front abgereist. So. Ich habe daher in Ihrem Namen veranlasst, dass der französische Gesandte noch heute seine Pässe für die Rückreise erhält. Herzogin, könnte man den Marquis nicht wenigstens anhören, bevor er abreist? Das wäre höflich und verpflichtet zu nichts. Das könnte missverstanden werden. Die Majorität ist nicht konstant. Ach so, die ist nicht konstant? Nein. Ja. Dann natürlich. Ich werde das Schreiben an den französischen Gesandten nach der Abendandacht zur Unterschrift vorlegen. Ja, bitte tun Sie das. Warum muss ich das immer alles lesen? Ich verstehe doch gar nichts davon. Was ist denn? Ja, so. Die
Ihr Offizier vom Dienst. Sie sind es, Masham. Was möchten Sie? Eine Gnade von Eurer Majestät. Sie, der Sie nie ein Wort sprechen? Nie um etwas bitten? Madam, ich wagte bisher nicht... Stehen Sie bequem. Und warum haben Sie heute so viel Mut? Meine Ernennung zum Captain macht es mir leichter. Wenn Sie mir einen Augenblick Gehör schenken wollen... passt es nicht recht. Ich habe staatspolitisch wichtige Depeschen. Bleiben Sie! Die Sorge um das Wohl meiner Untertanen geht vor. Ich lege Wert auf persönlichen Kontakt. Treten Sie näher. Sprechen Sie. Majestät, ich fürchte, dass ich die Ehrfurcht vor meiner erhabenen Herrscherin vergesse, wenn ich es wage. Sozusagen private Empfindungen. Ich liebe private Empfindungen. Sprechen Sie und königliche Huld. Madam. Ja, Captain? Ich spüre bereits seit einiger Zeit... Sie auch? Ich meine, Sie spüren? Dass jemand mich beschützt. Ach nein. Ja, dieser Beschützer, der sich bisher nicht zu erkennen gegeben hat, verbietet mir... Es ist wirklich sehr privat, Madam. Verbietet Ihnen? Mich zu verheiraten. Das ist aber sehr merkwürdig. Nicht wahr? Und? Was gibt es denn? Was willst du? Etwas sehr Wichtiges. Später, Abigail, später. Nein, Madam, es muss gleich sein. Verzeihen Sie. Kann man sich denn nicht einen Augenblick lang mit ernsten Angelegenheiten beschäftigen? Es ist sogar eine sehr ernste Angelegenheit. Sie müssen sofort Lord Henry empfangen. Das ist unmöglich. Die Herzogin kommt jeden Augenblick zurück. Bis sie zurückkommt, bitte, Majestät. Ich habe doch schon ja gesagt. Ich weiß Ihre Beweggründe und danke Ihnen dafür, aber es ist sinnlos. Wenn der Marquis abreist, ist die letzte Chance für den Frieden verpasst. Seine erschöpften Finanzen, seine ständig wachsenden Schulden sind die Folgen des sinnlosen Krieges. Wissen Sie, dass die Eroberung der Stadt Bouchain uns 7 Millionen Pfund gekostet hat? Milord. Wissen Sie, dass wir beim Malplaquet 30.000 Mann verloren haben, wenn die ruhmreiche Niederlagen den Besiegten nur 8.000 Mann gekostet hat? Milord, ich bin nur eine schwache Frau. Ich habe einfach nicht den Mut, mich zwischen Ihnen und anderen zu entscheiden, die mir ebenso ergeben sind. Die Sie betrügen, ich schwöre es Ihnen. Die Hälfte der Rüstungskredite geht in die Privatschatulle des Herzogs von Marlborough. Um Gottes Willen, wenn das die Herzogin hört. Da glauben Sie, die weiß es nicht? Die Herzogin hat noch einen anderen, sehr diskreten Grund, den Frieden zu fürchten, der ein Mann für ständig nach London zurückbrächte. Das kann ich nicht glauben. Aber es ist wahr. Fragen Sie den hübschen Captain, der eben hier war. Masham? Ja, die Herzogin liebt ihn. Die Herzogin liebt Masham? Ihn oder einen anderen, das ist ja gleichgültig. Leben Sie wohl, Madam. Das ist gleichgültig? Gleichgültig ist das, sagen Sie, wenn man mich hintergeht? Wenn man Staatsinteressen schädigt, um seinen Privatinteressen zu nützen? Nein, Milord, das ist nicht gleichgültig. Bleiben Sie, Milord, bleiben Sie. Ich, die Königin, will es. Ich muss Näheres wissen. Sie glauben also, die Herzogin... wünscht die Fortsetzung des Krieges. Um ihren Gatten fern von London zu halten? Ja. Wegen dieses Masham? Ja, durch sie ist er in den Hof gekommen. Das stimmt. Durch sie wurde er fähnrich. Stimmt auch. Sie hat ihn sogar zum Captain der Garde ernennen lassen. Unter dem Vorwand, dass ich es wünschte. Ja, jawohl. Sie haben recht. Und dieser unbekannte Beschützer, von dem Masham sprach... Vielmehr diese Beschützerin... verbietet zu heiraten. Ist sie, jawohl, Madam. Und dafür muss England Krieg führen. Lord Henry hatte Sie nicht auf meiner Audienzliste. Sie wünschten, Milady? Die Pässe für den französischen Gesandten und das Begleitschreiben. Die Unterschriften, Madam. Ich werde alles lesen und prüfen. Aber Majestät hatten doch Wert darauf gelegt, dass der Marquis noch heute... Es hat keine Eile mehr. Majestät geben in diesem Augenblick einem gefährlichen Einfluss nach. Die Königin von England gibt niemals irgendeinem Einfluss nach, Milady. Sie gibt nur der Stimme der Vernunft nach. Der Stimme der Gerechtigkeit und des öffentlichen Wohls. Der Stimme der Wahrheit. Wir alle wissen es. Man kann zwar eine Zeit lang verhindern, dass ich Bescheid weiß. Aber wenn ich Bescheid weiß, dann weiß ich Bescheid. Ein königliches Wort. Es ist erwiesen, dass mich die Einnahme von Bouchain 7 Millionen Pfund gekostet hat. Majestät. Ja, ja, das sind Zahlen. Es steht ferner fest, dass wir in der Schlacht bei... Malplaquet. 300.000 Mann verloren haben. 30.000. Das ist auch genug. Und Sie wollen, dass ich Pässe ausstelle? Dass ich einen Brief unterschreibe, der einem staatsfremden Interesse dient? Nein, Milady. Nein.
Majestät, ein Wort nur. Ich habe keine Zeit mehr, es ist die Stunde der Andacht. Monsieur Dan? Was ist geschehen, Majestät? Sie sind so bewegt. Mein Traum ist in Gefahr. Eine andere liebt ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel andere gibt es, die sie lieben können. Warum muss es ausgerechnet Arthur sein? Warum will man mich von meinem Arthur trennen? Warum will man meinen Arthur mir nicht gönnen? Fällt den anderen denn kein anderer ein? So viel Prinzen gibt es, Herzöge. Ich verlange ja gar nicht, dass die Damen, die mir meinen Arthur nahmen, nachts alleine schlafen. Ich verlang's ja gar nicht. Es liegt vielleicht an anderen Wirten als den bisher hervorgekehrten. Ich hab so das Gefühl, es muss an Arthur selber liegen, dass alle Frauen auf ihn fliegen. Vielleicht besitzt er wirklich ein verborgenes Glockenspiel. Welchen Anspruch haben Sie auf Ihre Ernennung? Keinen, wenn es nach Verdienst geht. Jeden, wenn man Mut und Eifer werden will. Eine gute Antwort, Captain. Der Marschall hat recht daran getan, Sie zu ernennen. Er kann meiner ständigen Ergebenheit sicher sein. Stehen Sie doch bequem. Sind Sie bereit, diese Ergebenheit auch auf die Gattin des Marschalls auszudehnen? Zu Befehl, Milady. Kommen Sie näher. Ich habe einen wichtigen Auftrag für Sie, den Sie nur im engsten Kontakt mit mir ausführen können. Es werden dazu mehrere geheime Zusammenkünfte, möglicherweise zu ungewöhnlicher Stunde und an ungewöhnlichen Orten notwendig sein, Sie verstehen? Nicht ganz, Milady. Es handelt sich um die Aufklärung eines abscheulichen Verbrechens. Sie sollen den Mörder Richard Bolingbrooks ausfindig machen. Richard Bolingbrook ist nicht ermordet worden. So? Er ist im ehrlichen Duell gefallen. Ach, und wer hat ihn getötet? Ein Edelmann, den er beleidigt hatte. Wie dem auch sei, Sie werden diesen Edelmann ausfindig machen und mir überliefern. Das ist nicht möglich, Milady. Masham! Ich bin es selbst. Sie? Ja, Milady. Leise, leise. Braucht doch niemand zu wissen. Ich bereue meine Tat. Psst. Ich bin bereit zur Sühne. Warum denn? Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie im Recht waren. Ich weiß nicht, Milady. Mein Degen ist zu schnell. Ihr Degen, ja. Was machen wir nur mit Ihnen? Sie müssen sich freiwillig zur Armee melden. Zu Befehl, Milady. Ja, aber gleich morgen früh. Nur für kurze Zeit natürlich. Ich werde Ihnen Depeschen für den Marschall mitgeben. Kommen Sie heute Nacht zu mir. Um welche Zeit, Milady? Sagen wir nach der königlichen Party. Aber niemand darf ahnen, dass Sie abreisen. Geben Sie also Acht, dass niemand Sie sieht. Ich danke Ihnen, Milady. Ich danke Ihnen. Heute Nacht, Arthur, heute Nacht. Nein! Sie wünschen... Nichts, ich weiß nicht, Sie möchten zur Königin kommen. Später, mein Kind. Sie sollen sofort kommen. Sagen Sie der Königin... Ich habe Ihnen zu sagen, was die Königin gesagt hat, nicht umgekehrt. Wie kommst du dazu, so mit ihr zu sprechen? Diese Frau ist die Güte in Person. Ja, freilich. Ich habe alles gehört. Geh nicht zu ihr, Arthur. Nicht heute Nacht. Ich flehe dich an, geh nicht. Warum nicht? Vielleicht kann ich bei dieser Gelegenheit mit dir von uns verheiraten. Nein! Ach, es geht ja auch gar nicht, Gott sei Dank. Die Königin will dich auch heute Nacht nach der Party sprechen. Dann muss ich natürlich zur Königin. Du gehst nicht zur Königin, Arthur. Ja, aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Arthur, wären wir doch nur arm geblieben. Wären wir doch nie an diesen Hof gekommen. Wie glücklich könnten wir sein. Wenn Sie jetzt keinen Rat wissen, ist alles verloren. Um Himmels Willen, hat der Marquis de Torcy? Ja, die Königin hat die Pässe doch unterschrieben. Diese Herzogin soll der Teufel holen. Jawohl. Stellen Sie sich vor, sie hat ihn heute Nacht zu sich bestellt. Wen? Ihn. Die Marquis de Torcy? Nein, Arthur. Kind, ich spreche über die Zukunft Europas. Europa kann sich alleine helfen, aber was wird aus mir? Es gibt nämlich noch eine hohe Dame, die Arthur protegieren will. Woher wissen Sie das? Ich meine, woher wissen Sie das? Sie will Arthur ebenfalls zur gleichen Stunde bei sich haben. Ich soll das alles auch noch vermitteln. Um Arthur nun ein Zeichen zu nehmen, will sie sich während der Party über fliegende Hitze beklagen und ein Glas Wasser verlangen. Ah, und dieses Glas Wasser soll heißen, ich erwarte Sie wie verabredet zum Rendezvous. Ja, ich
Aber Arthur hat natürlich nichts davon gesagt. Natürlich nicht. Er kann sie ja nicht zerreißen, der Arme. Beruhigen Sie sich. Ich werde beide Rendezvous verhindern. Aber wie? Oh. Mein Glückwunsch, Herzogin. Wofür, Milord? Der Marquis wird die Pässe erhalten, wie ich höre. Das ist eine respektable Leistung, die Anerkennung verdient. Sie sind charmant. Der Marquis vor seiner Abreise Gelegenheit hätte, Ihrer Majestät vorgestellt zu werden. So, würden Sie das? Ich verlange eine solche Gefälligkeit natürlich nicht ohne Gegenleistung. Was könnten Sie für mich tun, Milord? Ich könnte Ihnen zum Beispiel eine Information geben. Die für mich angenehm und nützlich wäre? Nee, angenehm nicht. Nützlich vielleicht. Sie haben eine Rivalin. Wie meinen Sie das? Eine weitere hohe Dame hat es auf den kleinen Käpt'n abgesehen. Nein. Ich habe Beweise. Ich kenne Stunde, Ort und Zeichen des Rendezvous. Das kann nicht wahr sein. So wahr wie die Tatsache, dass Sie selbst ihn zur nämlichen Stunde erwarten. Oh Gott. Was man offensichtlich verhindern will. Leben Sie wohl, Milady. Sie kennen Stunde, Ort und Zeichen des Rendezvous. Wann, wo, wie? Sobald Sie eine Einladung an den Marquis de Torcy unterschrieben haben. Auf dem schnellsten Weg an den Marquis de Torcy. Wer ist die Dame? Ich weiß es nicht, aber wir werden es bald wissen. Wenn sie sich von der Party freimachen kann, wird sie Masham ein Zeichen geben. Was für ein Zeichen? Sie wird ihn um ein Glas Wasser bitten. Um ein Glas Wasser? Um ein Glas Wasser. Vor den Augen der Königin? Sozusagen. Diese Dame wird an diese Party denken. Sie denkt bereits dran. Die Gelegenheit, bei der sich Leute sehen können, die sich nicht sehen können, die nennt man Party. Party, Party. Und die Verlegenheit, weil sie sich gerne sehen müssen und dabei stehen müssen, gehört zur Party. Party, Party. Ein Sandwich rechts und links an Glasen, jeder lechzt nach einem Spaß, den kenne ich schon. Kennen Sie den, der einem hilft, die Party durchzustehen? Und die Blödigkeit, mit der sie alte Scherze machen und nicht mal selber lachen, gehört zur Party. Party, Party. Ja, und die Schnödigkeit, mit der sie still ihr Gift verspritzen und selbst im Glas sitzen, gehört zur Party. Party, Party. Ein bisschen Tratsch, ein bisschen Klatsch, man lächelt bös und maliziös, das Kind von dem ist nicht von ihm, sie ist mit irgendwem viel mehr intim. Die Geselligkeit, bei der sich Leute Schmeichler nennen, weil sie sich Heuchler kennen, die nennt man Party. Party, Party. Und die Schnelligkeit, mit der sie, wenn sie sich erkennen, sich freundlich grinsend trennen, gehört zur Party. Party, Party. Man steht herum, man lächelt dumm, man leidet stumm und denkt, warum? Hanna ist sie wieder mal zu sehen und man beschließt, ihr wieder hinzugehen. Doch die Notwendigkeit, dass dich die Leute sehen müssen und darum gehen zu müssen, die macht die Party. Party, Party. Und die Beständigkeit, mit der wir Dummes sagen können und uns ertragen können, die macht der Party, macht die Party. Party, Party. Marquis de Torcy, Gesandter Frankreichs. Wem befehlen Majestät als Dame vis-à-vis? Wählen Sie, Herzogin. Lady Abercrombie? Nein, lieber Lady Albemarle. Und welcher Herr dazu? Captain Masham. Und Ihr Partner, Majestät? Den Marquis de Torcy. Salutations et visites. Sie sind sehr großzügig, Herzogin. Das ist mehr, als ich verlangt habe. Und mehr, als ich bewilligt habe. Hoffentlich versteht der Marquis seine Chance zu nützen. Er soll eine sehr überzeugende Persönlichkeit sein. Schön Anglaise. Captain, bitte ein Glas Wasser. Was? Was haben Sie denn, Herzogin? Aber das kann doch nicht wahr sein, dass Majestät sich so weit vergessen. Herzogin. Was habe ich vergessen? Die Etikette. Nur eine Dame darf der Königin einen solchen Dienst erweisen. Ach, deshalb das Aufsehen. Also bitte, Herzogin, bringen Sie mir ein Glas Wasser. Ich?
Das ist hart. Sie sind von einer peinlichen Ungeschicklichkeit. So haben Majestät noch nie mit mir gesprochen. Weil ich immer viel zu nachsichtig mit Ihnen bin. Das nach all den Diensten, die ich der Krone geleistet habe. Es langweilt mich, sie mir vorwerfen zu lassen. Ich will mich Eurer Majestät nicht länger aufdrängen. Ich biete meine Demission an. Ich nehme sie an. Sie nehmen sie an, Herzogin. Ich nehme sie an. Monsieur Dame? Geben Sie auf. Ich denke nicht daran. Majestät, ich halte es für notwendig, Ihnen mitzuteilen, dass der Mörder Richard Bolingbrokes entdeckt wurde. Tun Sie endlich Ihre Pflicht und verhaften Sie Captain Arthur Masham. Masham, ist das wahr? Es ist wahr, Majestät. Geben Sie auf? Noch sind wir nicht am Ende. Pünktlich auf den Glockenschlag. Wie geht es, Arthur? In welches dunkle Verlies haben Sie ihn gesperrt? Er bewohnt das schönste Gastzimmer meines Hauses. Es fehlt ihm nichts, außer Abigail. Und niemand wird ihm etwas tun? Niemand, wenn wir die Partie gewinnen. Und sie steht gut. Die Herzogin ist in Ungnade, die Majorität erschüttert, die Opposition im Anmarsch. Und ich werde Minister. Sie waren nie weiter von Ihrem Ziel entfernt als jetzt. Was soll das heißen? Ihre Majestät sind bereit, der Herzogin zu verzeihen. Ich muss sofort zur Königin. Lord Henry, bitte fassen Sie sich kurz. Ich bin nervös. Majestät, wollen Sie sich wirklich mit der Herzogin versöhnen? Was bleibt mir dann anderes übrig? Sie sind doch selber immer für den Frieden. Außerdem hat man der armen Person Unrecht getan. Sie besonders. Die Herzogin kann gar nicht in Masham verliebt sein. Sie hat etwas mit Lord Avondale. Und das, glauben Sie, ist ein Beweis? Ja, natürlich. Außerdem würde sie Masham sonst gestern Abend verraten haben. Verraten und verhaften lassen? Und wenn das aus Eifersucht geschehen wäre? Aus Eifersucht? Die Herzogin, vermute ich, scheint herausgefunden zu haben, dass Masham gestern Abend nach der Party ein Rendezvous mit einer anderen Dame hatte. Oh Gott. Man weiß noch nicht mit wem. Aber das könnte ich herausfinden, wenn Sie es wünschen. Nein, nein, das wäre unnütze Mühe. Das geht ja auch niemandem etwas an. Natürlich nicht. Nun hatte die Herzogin, das weiß man, zur gleichen Stunde ebenfalls ein Rendezvous mit Masham. Sie meinen, er wollte zu ihr? Das weiß man nicht. Natürlich legt die Herzogin heute den allergrößten Wert auf eine Versöhnung. Wie sollte sie sonst aller Möglichkeiten beraubt für ihren Liebling etwas tun können, der mein Gefangener ist? Die Herzogin, ihr Wagen ist vorgefahren. Sie hat die Kühnheit, hier zu erscheinen. Sie kommt vergebens. Brav, meine große Königin, sehr brav. Nicht wahr? Ah, man hält mich für schwach. Aber das ist ein Irrtum. Ein unbegreiflicher Irrtum. Aber sagen Sie, was wird aus Masham? Bis zur Entlassung der Armee, der Auflösung des Parlaments, der Neubildung des Kabinetts, bleibt er mein Gefangener. Und es ist völlig ungefährlich. Wenn dann der Marschall abberufen ist... Ich werde ihn vor ein Kriegsgericht stellen. Jawohl, das hat der Marschall verdient. Der Marschall? Ich meinte Masham. Ach so, ja, der natürlich auch. Er soll hart, aber gerecht bestraft werden. Oh, Majestät, glauben Sie nicht... Hart bleiben, Lord Henry. Er hat Sie immerhin Ihres geliebten Vetters behalten. Ja, das hat er. Ach, und die Herzogin wird wütend sein. Im Gegenteil, sie wird sich freuen. Was? Sie hat sich doch völlig mit Masham verkracht. Das weiß ich ja gar nicht. Nie weiß ich etwas. Darum sage ich Ihnen ja, Kindchen. Majestät, die Herzogin hat herausgefunden, dass Masham sie gar nicht liebt, dass sie nie geliebt hat. Er liebt eine andere. Wer hat Ihnen das gesagt? Er selber. Mein hübscher Gefangener hat mir gesagt, dass es am Hofe eine wichtige Persönlichkeit gibt. Sie soll sehr reizvoll sein, die er anbetet. Ja. Ja. Mehr habe ich nicht herausbekommen können. Das ändert natürlich alles. Alles nichts an seiner Schuld. Natürlich nicht. Und nun zu den wichtigen Dingen. Ich werde Ihnen noch heute Abend eine neue Kabinettsliste vorlegen. Gut. Die Befehle zur Auflösung des Parlaments. Gut. Dann schlage ich vor, unverzüglich die Verhandlungen mit dem Marquis de Torcy aufzunehmen. Gut. Aber wäre es nicht klug, wenn man möglichst heute noch, ich meine, um herauszubekommen, was die Herzogin plant, Masham verhören würde? Ausgezeichnet. Das müsste natürlich heimlich geschehen. Aber wie? Ja. Ich könnte ihn vielleicht im Schutz der Dunkelheit hierher bringen und wir verhören ihn. Oder wollen Majestät sich allein der Mühe unterziehen? Ich bin im Augenblick sehr mit Arbeit überhäuft, begreiflicherweise. Sehr gern.
Wenn ich Sie dadurch entlasten kann? Es wird mir eine große Hilfe sein. Um 10 Uhr ist er hier. Heute Nacht. Ja? Lord Henry schickt mich Ihrer Majestät, diese Schriftsätze zu überreichen. Er wollte sie nur mir anvertrauen, sagt er, dass sie von äußerster Wichtigkeit seien. Ich sollte sie mit der Unterschrift Ihrer Majestät zurückbringen. Ja, ja, natürlich. Arthur. Du bist so blass. Arthur, du musst es endlich auch wissen. Eine hohe Dame liebt dich. Eine höhere, die ganz hohe. Ich danke Ihnen, Majestät. In wenigen Minuten wird Lord Henry wissen, dass er Minister ist. Wie? Wie edel von Ihnen. Denn seine erste Amtshandlung wird sein, dem Gegner seines geliebten Vetters den Prozess zu machen. Ich fürchte nichts, Majestät. Lord Henry weiß um die Zusammenhänge. Freut mich, dass Ihnen keine Gefahr droht, Masham. Majestät, sind zu gütig. Stehen Sie doch bequem. Bitte doch. Mein Kind, ich brauche dich nicht mehr. Du kannst schlafen gehen. Majestät, ich habe Angst. Ich werde vor der Tür warten, auf alle Fälle. Man hat mir berichtet, Sie werden es wahrscheinlich ableugnen, denn Sie sind diskret. Sie hätten die Herzogin geliebt. Die Herzogin, ich? Warum auch nicht? Sie hat Rang und Einfluss und ihr Aussehen ist so übel, nicht? Was bedeuten Rang und Einfluss, wenn man liebt? Ich liebe eine andere. Eine andere? Sie ist anmutig, zauberhaft, schön. Ich kann nicht länger schweigen, Madame. Ich bin stolz auf diese Liebe. Strafen Sie mich, wenn ich so vermessen bin, Sie zu bitten, auf Knien zu bitten. Oh Gott, Masham, stehen Sie doch bequem, wenn jemand kommt. Die Herzogin! Um Gottes Willen, wenn man sie hier findet, um diese Zeit. Nicht ins Schlafzimmer! Auf den Balkon! Wer wagt es, zu so später Stunde in meine Privaträume einzudringen? Majestät werden mir verzeihen, aber ich erfuhr soeben aus dem Hauptquartier, dass unsere Verbündeten in Frankreich vernichtend geschlagen wurden. Die Nachricht ist bereits ins Volk gedrungen. Es will eine Erklärung. Majestäten müssen sich auf dem Balkon zeigen und eine Abordnung empfangen. Öffnen Sie unserer erhabenen Majestät. Masham! In den privaten Räumen der Königin nachts? Gnade, Majestät, Gnade! Er kam zu mir heute. Sie wagen zu behaupten... Es ist die Wahrheit, Majestät. Wir lieben uns. Strafen Sie uns, wenn Liebe Strafe verdient. Milord, Hilfe. Ich habe eine Erklärung abzugeben. Wie kommt es, Milord, dass ein gefährlicher Gefangener, der Ihrer Aufsicht unterstellt ist, sich so frei bewegen kann? Majestät und Sie alle sollen den Grund sofort erfahren. Captain Arthur Masham hat mich auf sein Wort als Offizier gebeten, vor seiner Verurteilung Abschied nehmen zu dürfen von Abigail Churchill, seiner Frau. Seiner Frau? Seiner Frau. Seiner Frau. Monsieur Dame, einen Augenblick. Ich bitte Sie. Was haben Sie getan? Geholfen. Soll ich die Ehre des jungen Mädchens preisgeben, das ich für die Krone geopfert habe? Ich danke Ihnen. Sie soll zu mir kommen. Abigail, es muss sein. Majestät! Widersprich mir nicht. Bitte gib mir auch noch diesen größten Beweis deiner Zuneigung. Ach, wenn Sie wissen... Majestät weiß. Majestät weiß alles. Was Sie betrifft, Masham, ich weiß, dass andere Gedanken, höhere Träume Ihr Herz bewegen. Aber Ihre Königin bittet Sie, Madam, sie befiehlt es Ihnen, Masham. Stehen Sie doch bequem. Adieu. Wundervoll. Die ernsten Ereignisse der letzten Tage und die Nachrichten, die wir soeben erhielten, beschleunigen die Maßnahmen, die wir seit langem erwägen. Wir sind zu einem ehrenvollen Frieden entschlossen. Das Parlament wird aufgelöst. Lord Henry St. John, Viscount of Bolingbroke, mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragt. Hooray! Marschall von Marlborough wird mit sofortiger Wirkung all seiner Ämter enthoben.
dem verdient seinen Lohn. Und er geht in Pension. Alles Geld für den Frieden, alles Glück für euch beide. Und ich bin Minister, Gott schütze den Thron. Alles Geld für den Frieden, alles Glück für die beiden. Und er ist Minister, Gott schütze den Thron. Ein Glas Wasser.